New York im Ausnahmezustand. Bürgermeister Eric Adams hat den Notstand ausgerufen. Grund sind zigtausende Flüchtlinge, die gerade nach New York kommen. Die Stadt im Krisenmodus. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie werden wieder Zeltstädte in New York City errichtet. Bildreporter Herbert Bauernebel ist vor Ort. Hier in dieser Zeltstadt möchte man eine Art Auffanglager errichten. Man möchte hier Migranten unterbringen für eine Weile, bis man eben weiß, wo sie hingehen können, ob sie Jobs bekommen, wie sie hier einfach ein Leben beginnen können in New York City. Die Stadt ist in einer schweren Krise. Mehr als 20.000 Migranten sind hier in den letzten Wochen angekommen. Die Notunterkünfte der Stadt sind voll. Die Stadtverwaltung sucht nun verzweifelt nach Unterbringungsmöglichkeiten. Migranten werden in Hotels untergebracht und irren hungrig und frierend durch die Vororte.